Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, alles wird neu geschaffen werden und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass es uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib uns durch denselben Geist, was recht ist, zu erkennen und uns seines Trostes allezeit zu erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Pius der Zehnte, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe KJBler, liebe Jugendliche, das Thema, wie Pater Reiser dies schon angekündigt hat, des heutigen Vortrags lautet: Die christliche Familie, Niedergang und Neubeginn. Zunächst einmal muss uns bewusst sein, dass Gott selbst die Familie ins Leben gerufen, eingesetzt hat. Er schafft den Menschen als Mann und Frau und führt sie zusammen mit den Worten: Wachset und mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott gibt dem Menschen ein Gebot: Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen selbst sollt ihr nicht essen. Denn sobald ihr davon esst, werdet ihr des Todes sein. Der Mensch lehnt sich gegen dieses Gebot Gottes auf. Eva, von der Schlange verführt, sieht, wie schön die Frucht ist, wie gut sie schmecken müsse und wie sie weise machen würde. Wir sehen in dieser Feststellung bereits die dreifache Begierlichkeit, von der der heilige Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Die Begierlichkeit der Augen, die Begierlichkeit des Fleisches und die Hoffart des Lebens. Sie isst also von der Frucht und gibt auch ihrem Mann und auch er isst. Und da gehen beiden die Augen auf und es heißt in der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, sie sahen, dass sie nackt waren. Das heißt, entkleidet der übernatürlichen Gnade, der Gottesfreundschaft und Gotteskindschaft. Und so ereilt sie das Strafurteil Gottes. Zunächst einmal sagt er zur Schlange, ich lese dies aus dem Buch Genesis: So sei denn, weil du das getan hast, verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch musst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Der wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihn an der Ferse verletzen. Gott kündigt also hier einerseits an eine Feindschaft, die er selber setzt und die die ganze Menschheit durchzieht, zwischen den Kindern der Frau und den Kindern der Schlange, das heißt des Teufels, auf der einen Seite. Und er kündigt zweitens an einen Erlöser, also diesen Spross der Frau, der uns das Heil bringen wird. So dann erfolgt das Strafurteil an die Frau, an Eva. Viele Beschwerden will ich dir auferlegen bei deiner Mutterschaft. In Schmerzen sollst du Kinder haben, und doch wirst du nach deinem Manne verlangen, der über dich herrschen wird. Und schließlich und endlich der Urteilsspruch über den Mann: Weil du der Bitte deiner Frau nachgegeben
und von dem Baume gegessen hast, bezüglich dessen ich dir geboten habe, du darfst nicht von ihm essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir tragen, und doch musst du das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot verzehren, bis du zur Erde zurückkehrst, von der du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staube kehrst du zurück. Soweit also das Strafgericht, das Strafurteil Gottes. Nun, wie sieht denn der Fall des Menschen aus? Wir haben schon gesagt, dass ihn die übernatürliche Gnade, die Gottesfreundschaft und Gotteskindschaft entrissen ist mit seiner Auflehnung. Darüber hinaus sind ihm entrissen die präternaturalen Gaben, das heißt die Leidensunfähigkeit und die Unsterblichkeit. Und schließlich und endlich trägt er in seiner Natur eine vierfache Verwundung, nämlich einerseits die Verdunklung des Verstandes, dann die zweite Wunde liegt darin, dass der Wille nicht mehr geradlinig auf das Gute ausgerichtet ist, sondern allzu oft sich der Bosheit zuwendet. Schließlich die Schwachheit der Seele, dass sie nicht mehr imstande ist, Großes in Angriff zu nehmen und Widriges, Schwieriges zu tragen. Und schließlich und endlich die dreifache Begierlichkeit, die Begierlichkeit der Augen, die Begierlichkeit des Fleisches, die Hoffart des Lebens. Wir sehen in diesen vier Wunden einen vierfachen Angriff auf die verschiedenen Kardinaltugenden. Zunächst einmal durch die Verdunklung des Verstandes erfolgt ein Angriff auf die Klugheit, die die erste Kardinaltugend ist. Dann auf die Gerechtigkeit, dann auf den Starkmut und schließlich auf die Mäßigkeit. Gott wird Mensch. Um das Menschengeschlecht zu erlösen, um diese Gottesfreundschaft, die der Mensch in der Erbsünde verloren hat, und die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. Aber es geht nicht nur um die Wiederherstellung der einzelnen Seele in ihrem Verhältnis zu Gott, sondern auch um die Wiederherstellung der Ordnung der Menschen untereinander und insbesondere um die Wiederherstellung des Verhältnisses der Gemeinschaft zu Gott. Nun, der Erlöser will nicht als erwachsener Mensch auftreten, da er Mensch wird, so wie Adam als erwachsener Mensch geschaffen worden ist, sondern er kommt zu uns als kleines Kind, als Kind einer menschlichen Mutter, eines Pflegevaters, Nährvaters, des heiligen Josef. Mit anderen Worten, er wird in eine Familie hineingeboren, in die Familie von Bethlehem und Nazareth. Und diese Familie ist das Modell einer jeden christlichen Familie. Dazu wirkt unser Herr und Heiland in seinem Erdenleben sein allererstes Wunder bei einer Hochzeit, bei einer Vermählung. Er selbst ist nämlich der Bräutigam und die Kirche ist die Braut, der er sich vermählt. Damit zeigt er, will er zeigen, wie bedeutungsvoll die Familie ist für die ganze menschliche Gesellschaft.
In der Tat ist die christliche Familie die Keimzelle der christlichen Gesellschaft. Ist die Familie gesund, dann ist die Gesellschaft gesund. Sind die Familien krank, dann ist notwendigerweise die ganze Gesellschaft krank. Folglich geht es darum, sich um gesunde Familien zu bemühen, um die Christenheit neu aufzubauen. Ich möchte aus einem kleinen Büchlein, das ich selber verfasst habe, mit dem Titel Das christliche Leben, einen ganz kleinen Abschnitt Ihnen vorlesen. Der Mensch wird in eine Familie hineingeboren. Wie sah die Familie früher aus? Sie war normalerweise eine Drei-Generationen-Familie. Vater und Mutter, das Kind auf der einen Seite, die Großeltern auf der anderen Seite. Es lebten drei Generationen im Haus zusammen. Das hatte seine Wichtigkeit für die familiäre Atmosphäre und noch mehr für die Erziehung und Heranbildung der Kinder. Denn oft hat die Mutter, manchmal Geschäftsfrau, Bäuerin oder Lehrerin, nicht die notwendige Zeit, um sich ganz ihren Kindern zu widmen. So übernahmen Großvater und Großmutter diese Aufgabe. Sie erzählten Geschichten, lesen vor, spielen mit den Kindern und berichten von früher, von den harten Lebensbedingungen längst vergangener Tage, geben ihre Lebenserfahrung und Lebensweisheit weiter. Auf diese Weise wird der Schatz menschlicher Tradition, die Weisheit des menschlichen Lebens, von Generation zu Generation lebendig vermittelt. Ein Reichtum also für das Kind, wenn der Großvater mit ihm spazieren geht, wenn er ihm erzählt von Bräuchen und Sitten, von Schuld und Sühne. Manchmal übernehmen auch ein verheirateter Onkel oder eine ledige Tante diese Aufgabe. Und wenn dann Großpapa und Großmama vom lieben Gott aus dieser Welt abberufen werden, dann umstehen die Kinder mit ihren Eltern das Sterbebett und sind zum ersten Mal direkt mit dem Tod konfrontiert. Mit dem unausweichlichen Schicksal eines jeden Menschen. Sie müssen hier die schmerzliche Erfahrung machen, dass keine Macht der Erde dem Tod Einhalt gebieten kann. Weder die Eltern noch der Arzt, nicht einmal der Priester, der die Sterbesakramente spendet. Unausweichlich stellt sich dem Kind die Frage, wo ist der Großvater jetzt? Was tut er dort in der Ewigkeit? Kann man ihn von dort nicht mehr zurückholen? Tod und Begräbnis prägen sich natürlicherweise der Seele des Kindes tief ein. Gute christliche Eltern werden in diesem Augenblick versuchen, dem Kind verständlich zu machen, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Dass jedermann, sie selbst nicht ausgenommen, eines Tages dieses dunkle Tor durchschreiten müssen und dass der Mensch dann alles zurücklassen muss. Vielleicht begreift das Kind jetzt zum ersten Mal die Nichtigkeit des menschlichen Lebens auf der einen Seite, seine Bedeutung für die Ewigkeit auf der anderen Seite. In der modernen Wohlstandsgesellschaft haben sich die Verhältnisse, Lebensgewohnheit und Lebensgesetz tiefgreifend geändert. Man hat für die Großeltern weder Zeit noch Platz. Man empfand sie als Last, wollte sich ihrer nicht mehr annehmen und sie pflegen. Zu sehr war man in den Berufs- und Erwerbsprozess eingespannt. Also schob man sie ab ins Altersheim. Aus einer Drei-Generationen-Familie ist eine Zwei-Generationen-Familie geworden. Aber dabei ist es nicht geblieben. Denn kaum waren die Kinder deren Pflichtschulalter entwachsen, so haben sie sich ein eigenes Zimmer gemietet und sind zu Freunden gezogen
und haben die Eltern allein zurückgelassen. Sie wurden zu Singles. Die Zwei-Generationen-Familie schmolz zu einer Ein-Generationen-Familie. Aber diese Singles merkten instinktiv, dass der Mensch ein Gesellschaftswesen ist. Sie suchen den Kontakt zu Gleichaltrigen und bilden schließlich Wohngemeinschaften und Kommunen. Im noch schlimmeren Fall Rockerbanden und andere Jugendbanden, wie etwa die Skinheads oder die Punks. Weil sie in der Familie nicht die notwendige Zeit von Seiten der Eltern, kein Interesse für ihre Interessen, Verständnis, Zuneigung, Schutz, Geborgenheit, Freundschaft, Trost, mit einem Wort kein Herz finden, bauen sie aus ihrer Einsamkeit, aus ihrer Enttäuschung, aus ihrem Frust heraus eine falsche, manchmal gar teuflische Ersatzfamilie auf, über die man sich dann nicht wundern darf. In diesen Kommunen und Banden verteidigt der eine den anderen. Es gibt eine Solidarität unter diesen Jugendlichen. Wird der eine angegriffen, sticht der andere den Angreifer mit dem Messer nieder, hetzt den Kampfhund auf ihn oder greift zur Pistole. Man ist bereit, für den anderen das Leben hinzugeben. Und genau das hat der Jugendliche in seiner Familie vermisst. Die egoistische, emanzipierte Frau will eben nicht mehr Mutter sein. Die geld-, geschäfts- und vergnügungsorientierte Familie bietet dem Kind nicht mehr die Nestwärme, das Zuhause mit einer gesunden, fröhlichen Atmosphäre, die Geist und Herz sich entfalten und reifen lässt. Schauen wir weiter auf die heutige Familie. Viele Übel sind über sie hereingebrochen. In besonderer Weise die Ehescheidung. Wie viel Unglück, Leid und Not bei den Eheleuten und noch mehr bei den Kindern. Sodann das Zusammenleben außerhalb der Ehe, vor der Ehe. Die geschiedenen sogenannten Wiederverheirateten. Weiter die Empfängnisverhütung. Das heißt Pille, Kondome, Spirale etc. Dann die Abtreibung. Denken die Leute daran, dass dabei jedes Mal ein Mensch ermordet wird? Schließlich die künstliche Befruchtung auf der anderen Seite, die ebenfalls dem Naturgesetz völlig widerspricht. Die Ehe und die Familie sind zu einem auslaufenden Modell geworden. Gott sei es geklagt, die Frankfurter Schule marxistischer Art ist an dieser Entwicklung nicht unschuldig. Was also ist die christliche Familie? Was müsste sie sein? Was macht ihr Wesen aus? Sie ist ein Hort der Arbeit, des Gebetes, des Tugendstrebens, der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe. In der christlichen Familie nimmt man die Kinder an, die Gott schenkt. In großartiger Weise stellt Erzbischof Lefebvre in der Predigt zu seinem eigenen goldenen Priesterjubiläum am 23. September 1979 in Paris die christliche Familie dar und ruft auf zu einem Kreuzzug zur Erneuerung dieses Ideals. Lassen Sie mich daraus einige Zeilen vorlesen.
Es muss ein Kreuzzug der jungen Menschen sein, die das wahre Ideal suchen wollen. Ein Kreuzzug auch der christlichen Familien. Christliche Familien, die ihr hier anwesend seid, weiht eure Familien dem allerheiligsten Herzen Jesu, dem eucharistischen Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen der allerseligsten Jungfrau Maria. Betet gemeinsam in der Familie. Ich weiß, viele von Ihnen tun das, aber es sollten immer mehr sein, viel mehr, die das tun, inständig, auf dass unser Herr in Ihrem Haus wahrhaft herrsche. Ich beschwöre Sie, entfernen Sie alles, was verhindert, dass bei Ihnen Kinder kommen. Der liebe Gott kann Ihnen in Ihrem Hause nichts Schöneres schenken, als dass Sie viele Kinder haben. Trachten Sie, kinderreiche Familien zu sein. Die kinderreiche Familie ist der Ruhm der katholischen Kirche. Sie war es in Kanada, sie war es in Holland, sie war es in der Schweiz, sie war es in Frankreich. Die kinderreichen Familien waren die Freude der Kirche und das Wachsen der Kirche. Denn durch die Kinder wird es umso mehr Auserwählte für den Himmel geben. Ich beschwöre Sie, verwerfen Sie nicht die Gabe Gottes. Hören Sie nicht auf jene abscheulichen Schlagworte, die die Familie zerstören, die Gesundheit ruinieren, die Ehe untergraben und zur Scheidung führen. Kehren Sie zurück zur Natur. Die Erde, die gesunde Erde lehrt uns, Gott zu erkennen. Die Erde bringt näher zu Gott. Sie schafft das Gleichgewicht der Temperamente, der Charaktere. Sie ermuntert die Kinder zur Arbeit. Sie müssen auch, wenn es notwendig geworden ist, ihre Kinder selbst unterrichten, wenn die Schulen ihre Kinder verderben. Was sollen sie auch anderes tun? Wollen sie die Kinder Menschen ausliefern, die sie verderben, die sie in der Schule jene abscheulichen sexuellen Praktiken lehren, ja selbst in katholischen Schulen von Ordensmännern, von Ordensfrauen, wo man die Sünde lehrt, nicht mehr und nicht weniger? Man lehrt die Kinder, die Sünde tatsächlich zu begehen. Man verdirbt sie in ihrer zarten Jugend. Und das können sie ertragen? Unmöglich. Es ist besser, ihre Kinder bleiben arm. Besser, ihre Kinder sind fern von diesem Scheinwissen, das die Welt hat. Besser, sie bleiben gute Kinder, gute christliche Kinder, katholische Kinder, die ihre heilige Religion lieben, die das Beten lieben, die die Arbeit lieben, die die Natur, die der liebe Gott geschaffen hat, lieben. Zunächst einmal geht es also darum, in der christlichen Familie die natürliche Ordnung wieder heimisch zu machen. Das heißt, eine Atmosphäre des Spiels, der Wanderung, der Ausflüge, des Singens, des Erzählens, des Vorlesens zu schaffen. Dazu müssen freilich auch die Gefahren, die der Familie drohen, gemieden werden. Das Fernsehen, das fast nur schlechte Programme ausstrahlt, die Smartphones, schlechte Filme, Computerspiele, schlechte Musik, Diskotheken, schlechte Freundschaften, alles das gehört nicht in eine christliche Familie hinein. Alles das muss von ihr um alles in der Welt ferngehalten werden. Das ist der eine Bereich. Noch wichtiger ist es, den übernatürlichen Bereich ins Auge zu fassen. Das heißt, das gemeinsame Familiengebet, insbesondere den Rosenkranz, den gemeinsamen Gottesdienstbesuch, die Feier des Sonntags, ist eine Familienangelegenheit. Und dann
geht es vor allem darum, die Herz Jesu Thronerhebung in der Familie zu vollziehen, die nichts anderes bedeutet als der Grundsatz, das Wort des heiligen Paulus, ob portet illum regnare. Er soll herrschen. Jesus soll der König des Hauses, dieses kleinen Königreiches der Familie sein. Mit seiner Gnade, seiner Liebe, seinem Gesetz, seiner Wahrheit. Bei Robert Meder liest man wunderschöne Worte in dem Buch Jesus der König, gerade über dieses Königtum Jesu Christi in der Familie. Auch dazu möchte ich einige Worte Ihnen vorlesen, einige Zeilen. Auf dem Thron der Familie heißt es hier, ich denke an den königlichen Beamten von Kapharnaum. Dieser Mann gefällt mir. Nicht nur wegen dem, was man zwischen den Zeilen lesen kann. Er glaubte. Das genügt ihm nicht. Er machte sofort seinen Glauben zum Hausgesetz. Er fühlte sich als verantwortlicher König und Gesetzgeber in seinem kleinen Königreich. Wie kommen wir wieder, wie in der guten alten Zeit, zu einem ausgesprochen katholischen Hausregiment? Seit Jahren zieht ein Apostel wie ein Triumphator durch die Welt. Sein Name ist Pater Matteo, aus der Kongregation des Heiligsten Herzens. Seine Heimat ist Peru in Südamerika. Im Heiligtum des Heiligsten Herzens Jesu in Paray-le-Monial, Frankreich, wird er von allen Ärzten aufgegeben, plötzlich geheilt. Nun zieht er als Eroberer durch die Staaten Südamerikas, die Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, Frankreich, Holland, Italien. Wunder der Gnade begleiten ihn. Was will dieser Mann? Er erklärt, das Unglück der Welt geht zurück auf die Familie. Die Familie, unsere erste Festung, ist verloren. Die Familie ist entchristlicht, verweltlicht worden. Sie muss wieder eine übernatürliche Einrichtung werden. Eine Domäne des Glaubens, der Liebe und der Gnade. Aus der Erneuerung der Familie wird sich ohne weiteres wieder die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft und des Staates ergeben. Die Heilung kommt von innen nach außen, wie auch die Krankheit von innen nach außen kommt. Alle Ärzte, die nur mit äußerlichen Mitteln die Menschheit kurieren wollen, anstatt mit einer vollständigen geistigen Bluterneuerung, machen Fiasko. Wie kommen wir wieder zu einem echt katholischen Hausgeist? Man kann die Sache verschieden anpacken. Es gibt in der katholischen Kirche keine alleinseligmachende Andacht. Allein eines der sichersten und raschesten Mittel nach Pater Matteo ist die Thronerhebung des Heiligsten Herzens Jesu in der Familie. Also etwas Neues. Nein, etwas Altes. Eine amerikanische Erfindung? Nein, eine asiatische Erfindung. Eine Erfindung, die von Palästina kommt. Eine göttliche Erfindung. Eine Erfindung von Bethlehem, Nazareth und Golgotha. Die Thronbesteigung des Heiligsten Herzens Jesu ist die praktische Darstellung des Satzes, er und sein ganzes Haus glaubten an ihn. Die Thronbesteigung ist eine rein religiöse Familienfeier. Es ist ein in der Geschichte der Familie bedeutungsvoller Tag. Der Namenstag des Vaters oder der Mutter, ein anderer wichtiger Familientag oder ein kirchliches Fest. Vielleicht Weihnachten oder Neujahr. Die ganze Familie ist beieinander. Familienglieder in der Fremde haben durch einen Brief gezeigt, dass sie wenigstens im Geiste dabei sind. Wenn möglich, ist auch ein Priester anwesend.
Man ist im Salon oder im Hauptzimmer des Hauses. Am schönsten Platz im Haus wird ein vom anwesenden Geistlichen geweihtes Bild oder eine Statue des göttlichen Herzens Jesu, umgeben von Blumen und Lichtern, aufgestellt durch das Familienhaupt. Die ganze Familie betet kniend den Glauben und weiht sich feierlich dem auf dem Thron erhobenen Heiland. Der Tag wird in aller Zukunft als heiliger Tag durch den Empfang der heiligen Sakramente gefeiert. Der Ort der Thronbesteigung ist fortan das Familienheiligtum, wo alle wichtigen Familienereignisse ihre Weihe erhalten. Jesus auf dem Thron der Familie. Jesus König und Mittelpunkt aller Hausgenossen. Was will das sagen? Wir hassen alle leeren Zeremonien. Gott ist ein Geist und will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Alle äußere Feier hat nur den Zweck, einen großen Gedanken tief in die Seele der Zuschauer und Zuhörer einzusinken. Was predigt die Thronerhebung des göttlichen Herzens Jesu? Zuerst die Herrschaft der Liebe. Gott ist die Liebe. Das Christentum ist die Religion der Liebe. Soweit diese Ausführungen von Robert Meder zur Herz-Jesu-Thronerhebung. Nun, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, im Schweizer katholischen Sonntagsblatt vom 17. Dezember 2006 stand ein bemerkenswerter Artikel, den ich Ihnen nicht vorenthalten kann. Er ist überschrieben: Ehen betender Paare sind ein großer Segen. Und da heißt es folgendermaßen: Die Amerikanerin Mercedes Arzu Wilson gibt in einem Referat bezüglich der zerbrochenen Ehen Folgendes bekannt. Und jetzt spitzen Sie die Ohren und machen die Augen weit auf. Erstens, bei nur standesamtlich verheirateten Paaren zerbricht eine Ehe von zwei geschlossenen Ehen, also 50%. Die Chancen, dass Ihre Ehe hält, sind nicht übermäßig groß, genau gesagt, genauso groß, wie sie sind, dass sie zerbricht. 2a. Bei kirchlich verheirateten Paaren zerbricht eine Ehe von drei geschlossenen Ehen. 2b. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen, zerbricht eine Ehe von 50 geschlossenen Ehen. 2c. Und jetzt wird es am interessantesten. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und miteinander beten, zerbricht eine Ehe bei 1429 Ehen. Und in dem Artikel heißt es weiter: 1429 Ehen, also 2858 Eheleute mit ihren Kindern, bilden ein Dorf von ca. 4500 Einwohnern. Dies würde bedeuten, das Dorf mit ca. 4500 Einwohnern hätte nur ein geschiedenes Paar. Voraussetzung allerdings wäre, dass alle diese verheirateten Paare regelmäßig am Sonntag zur Kirche gingen und auch miteinander beteten. Können Sie sich diesen Frieden vorstellen? Die Kinder würden in einer intakten Familie aufwachsen. Väter und Mütter würden das Glück einer gelungenen Ehe ausstrahlen. Wer eine Scheidung selbst erleiden musste oder bei Freunden oder Bekannten miterlebt hat, der weiß, wie viel Unglück, Leid, Not den Ehepartnern und den Kindern erspart bleiben würde.
Soweit dieser durchaus interessante und bedenkenswerte Artikel. Werfen wir weiter einen Blick auf den heiligen Josef als das Vorbild eines jeden katholischen Mannes und insbesondere Hausvaters. Noch einmal Erzbischof Lefebvre in seiner Predigt vom 23. September 1979. Aber es muss auch ein Kreuzzug der Familienväter sein. Sie, die Sie das Haupt der Familie sind, Sie haben eine schwere Verantwortung in Ihrem Land. Sie haben nicht das Recht, untätig zuzusehen, wie Ihr Land vom Sozialismus und vom Kommunismus überschwemmt wird. Sie haben nicht das Recht dazu oder Sie sind nicht mehr katholisch. Sie müssen bei den Wahlen darum kämpfen, katholische Bürgermeister zu bekommen, katholische Abgeordnete, damit Frankreich endlich wieder katholisch wird. Ich muss natürlich dazu fügen, auch Deutschland wieder katholisch wird, die Schweiz wieder katholisch wird, Österreich wieder katholisch wird, einfach das ehemals christliche Abendland wieder christliches Abendland wird. Das ist kein bloßes Politisieren. Das heißt, die gute Politik betreiben, wie sie die Heiligen betrieben haben, wie sie die Päpste betrieben haben, die einem Attila entgegengetreten sind, wie der heilige Remigius, der Chlodwig bekehrt hat, wie Jeanne d'Arc, die Frankreich vor dem Protestantismus gerettet hat. Wenn in Frankreich nicht Jeanne d'Arc aufgestanden wäre, wären wir alle Protestanten. Familienväter, ihr seid für das verantwortlich, für eure Kinder, für die kommenden Generationen. Also müsst ihr euch organisieren, vereinigen, verständigen, um zu erreichen, dass Frankreich wieder christlich wird, wieder katholisch. Das ist nicht unmöglich. Oder man müsste sagen, dass die Gnade des heiligen Messopfers nicht mehr Gnade ist, dass Gott nicht mehr Gott ist, dass unser Herr Jesus Christus nicht mehr unser Herr Jesus Christus ist. Man muss auf die Gnade unseres Herrn vertrauen. Unser Herr ist allmächtig. Und noch einmal ebenfalls ein kleiner Abschnitt bei Robert Meder zu diesem Abschnitt der König in der Familie, der König auf dem Thron der Familie. Es gibt viele Könige und Regierungen, sagt Meder, aber es gibt wenige, die wirklich zu regieren verstehen. Auch im Königreich der Familie, die meisten Hausregierungen sind liberal. Jeder kann machen, was er will. Wenigstens in den katholischen Familien ist es leider oft so. Sie haben oft das schwächste Hausregiment. Ein protestantischer oder sozialdemokratischer Hausvater fühlt sich viel eher als starke Regierung. Auf die Bitten und Vorstellungen der katholischen Frau mögen sie noch so berechtigt sein, erklärt er gerne, ich bin der Mann. Damit geht er, wie man sagt, zur Tagesordnung über. Wenn ich diese Männerfigur von Kapharnaum betrachte, dann bekomme ich Heimweh nach starken katholischen Männern und nach selbstbewussten starken katholischen Hausregierungen, die ohne Tyrann zu sein es verstehen, ihren Glauben und ihren Willen dem ganzen Hause einzuprägen. Denken wir an den heiligen Josef, wie er den Gehorsam, den Anordnungen, Anweisungen Gottes gegenüber, die ihm durch den Engel übermittelt werden, ausführt. Ohne Fragen zu stellen, ohne Einwände vorzubringen, steht er in der Nacht auf und flieht mit der Mutter des Kindes und dem Kinde selbst nach Ägypten, so wie ihm Gott das aufgetragen hat. Man könnte vielleicht an all unseren Prioraten und an unseren Schulen ein Schild anbringen: Hier ist Ägypten.
dann zur Mutter in der Familie, zur Familienmutter. Ich glaube, dass es eine große Bedeutung hat, dass die christliche Frau, die christliche Familienmutter in der Familie die Atmosphäre schafft, den Kindern eine Nestwärme bereitet. Sie haben ein wunderbares kleines Buch mit dem Titel Priestermütter von Pater Robert Quart. Ein sehr schönes Buch. Das ist sehr empfehlenswert, dass Sie das zur Hand nehmen und lesen. Und schließlich und endlich die Kinder in der Familie, in der christlichen Familie. Denken Sie daran, dass wenn die Kinder etwas Positives in der Familie erleben, zum Beispiel den Gesang, zum Beispiel Instrumente, die gespielt werden, dann werden sie dazu animiert, dies nachzuahmen. Sie empfinden das als einen Wert und sie geben das selber weiter dann an die nächste Generation. Kinder brauchen selbstverständlich Zeit, Zuwendung. Sie brauchen Erziehung zur Verantwortung, zur Eigenverantwortung. Und sie brauchen insbesondere auch katholische Schulen. Und deshalb steht im Kirchenrecht, dass die katholischen Eltern die Pflicht haben, ihre Kinder an katholische Schulen zu schicken, soweit das eben überhaupt möglich ist. Nun haben wir also alle zusammen, Priester und Laien, die Pflicht, an diesen großen Zielen zu arbeiten. Wenn es keine Schulen gibt, dann muss man sie schaffen. Soweit das eben, wie gesagt, in unseren Kräften steht und soweit das möglich ist. Nun, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, noch ein Wort zu Ihrer eigenen Zukunft, soweit Sie junge Menschen sind und das ganze Leben vor Ihnen liegt. Sie müssen sich ohne Zweifel früher oder später irgendwann in einem ruhigen Augenblick, sei es in Exerzitien, sei es, dass Sie eines Tages für sich allein in einer Kirche knien, die Frage stellen, was will Gott von mir? Wie erreiche ich ein glückliches, erfülltes und fruchtbares Leben? Gewiss gibt es zwei große Wege. Einerseits den Weg der Berufung zum Priestertum, zum Ordensleben, also zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Oder aber den Weg der Ehe. Nun, wenn man diese beiden Wege vergleicht, so stellt man fest, dass beim ersten Weg der Mensch im Wesentlichen für sich selber verantwortlich ist, ganz für sich selber. Beim zweiten Weg hängt das Glück des Lebens ab von zwei Menschen. Wenn der andere in irgendeiner Weise nicht am gleichen Strick zieht, dann kann ich ihn nicht zwingen, dass er mit zum Glücke beiträgt. Das heißt in anderen Worten, das Glück in der Ehe hängt von zwei Personen ab. Und deshalb muss man sehr genau überlegen, dass man einen Ehepartner findet, der genau das gleiche Ziel anstrebt, nämlich eine christliche Ehe aufzubauen, so wie sie Pater Matteo durch die Herz Jesu Thronerhebung im Auge gehabt hat und wie die Kirche sie immer angestrebt hat und immer im Auge gehabt hat und wie sie der Stolz und die Freude der Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch gewesen ist. Also überlegen Sie sich das genau und seien Sie nicht leichtsinnig in dieser Wahl.
Nehmen Sie sich die Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit auch zum Gebet. Beten Sie darum, flehen Sie den Heiligen Geist an, dass er Ihnen das Licht gibt und dass Sie, wenn es Gottes Wille ist, dass Sie eine Ehe eingehen und eine Familie gründen, dass Sie den richtigen Partner und die richtige Partnerin dafür finden. Das ist von großer, großer Wichtigkeit. Einerseits für Ihr eigenes Glück, andererseits für das Glück Ihres Partners und sodann für Ihre Kinder und wiederum für die Kindeskinder für mehrere Generationen hintereinander. Sie haben einiges an Literatur, das ich Ihnen am Ende noch empfehlen möchte. Einerseits die sehr schönen Vorträge von Pater Ludger Grün zur Frage des Ehesakramentes. Ehen im Gewitter ist ein anderer Vortragstitel. Dann natürlich also Jesus der König von Robert Meder, dieses wunderschöne kleine Buch, wo nicht nur über die Familie jetzt gesprochen wird, sondern auch wo überhaupt das Königtum Jesu Christi richtig uns vor Augen geführt wird und uns nahegelegt wird. Und so dann natürlich die kleinen Büchlein von Pater Matteo, Familienweihe an das Herz Jesu und schließlich Jesus, der König der Liebe. Das sind Bücher, die erschienen sind beim Tiroler Verlag, inzwischen längst vergriffen, aber ich denke, es ist also ohne weiteres möglich, diese antiquarisch noch zu bekommen oder in Bibliotheken zu bekommen. Auf jeden Fall lohnt es sich tausendmal, diese Bücher zu lesen und sich also hier dieses Ideal der christlichen Familie für das eigene Heil, für das eigene Glück im Leben und für die Christenheit, den Wiederaufbau der Christenheit vor Augen zu führen. Nun danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde also jetzt vorschlagen, dass wir diesen Vortrag beenden mit einem kleinen Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Im Namen des Vaters.